Verdammt, was ist das hier? Riesengroße leuchtende Pilze, ein Hebel. Hörst du diesen Klang? Was, Sam? Moment. Was ist das dort unten? Dampf? Merkwürdig, oder? Sollen wir mal diesen Hebel ziehen? Moment. Bevor wir an irgendwelchen Hebeln ziehen, viel zu lange hier unterwegs. Eindeutig zu lange unterwegs. Da drüben. Auch ein Feind. Ja, ja. Wir schauen mal. Pass auf. Wir schauen mal hier runter. Wir schauen mal die Treppe runter. Nicht alle. Hier unten war einer. Irgendwo hier unten. Ja, ist ja gut. Das sieht aus wie irgendwas Dampfbetriebenes wieder. Kommt hier raus. Lass dir mal Rohr rein. Moment. Entschuldigung. Tut mir leid, Kleiner. Tut mir echt leid. Mitgenommen, was ich wieder mal nicht mitnehmen wollte. Den Schild. So, weiter. Das war der hier unten, ne? Nicht
nicht, dass uns noch jemand in den Rücken fällt. So, schauen wir weiter. Leise, wachsam, leise. Da drüben, da sitzt jemand. Psst. Psst. Das könnten wir eigentlich von hier in Angriff nehmen, oder? Ob sie uns sehen? Wir haben natürlich wahrscheinlich ein absolut gutes Gespür dafür. Die Entfernung ist recht weit. Entfernung ist recht weit. Jetzt wäre die richtige Zeit. Verdammt. Denkt daran, dass wir die Pfeile dort wieder aufheben. Sind Bogenschützen auf alle Fälle. Ah. Völlig daneben. Verdammt, ich verfeuere hier nur. Eine Chance noch. Bisschen Höhe vielleicht, ne? Der war nicht so schlecht. Ach, Sam! Boah, was kommt denn da für ein Ungetüm? Nur nicht in seine Reichweite rein. Sonst bin ich dran. Oh, verdammt! Mein Zielwasser ist heute wirklich nicht das Beste. Ja! Au! Ah! Sag mal, wer trifft mich denn da noch? Ups! Ja! Oh! Verdammt und zugenäht. Ah! Immer noch in der Reichweite der Bogenschützen? Was sind das hier für Ungetüme? Eine Spinne. Eine Spinne, wie es aussieht. Au! Warum? Um alles in der Welt kann ich nicht beschwören. Ja! Au! Lauf! Hier rüber und... Warum um alles in der Welt kann ich nicht beschwören? Ich bräuchte ihn. Na Moment. Erstmal mir. Diese Spinne kümmern. Ah!
Au! Kann er mir hier folgen? Moment. Relativ sicher, wie es aussieht. Diese Bogenschützen hier drüben, die haben mir auch das Leben zur Hölle gemacht. Tja, aber er ist cleverer als gedacht. Er lässt sie nicht einfach so abschießen. Na denn, auf geht's. Wo ist Wachsam? Wie komme ich an den Bogenschützen vorbei? Am besten so schnell wie möglich, oder? Sehen Sie mich? Wie sieht's aus? Ist der Weg frei? Gibt es hier noch mehr? Wie komme ich hier rauf überhaupt? Dort unten, ist da auch noch jemand? Verdammt. Hier habe ich Schutz. Dort unten, oder? Ah, das ist Wachsam. Gut. Das ist Wachsam. Ich würde sagen, ich mal hier rüber. Sehen Sie mich? Wachsam! Alles klar? Wir müssen irgendwie... Nein, Sie haben mich entdeckt. Wir müssen irgendwie hier raufkommen. Denn diese Bogenschützen machen mich wahnsinnig. Könnte man reinkommen? Vorsichtig. Nicht schlecht.
wachsam. Das bekommen wir schon hin. Okay, hier ist niemand. Gut. Dann eigentlich nur hier, ne? So, wo? Wo? Wo hat es ihn hinge? Wachsam? Was ist das? Noch ein Konstrukt. Aufgebraucht, meine Magie. Völlig aufgebraucht. Wachsam! Hallo! Lass dich anschauen. Bist du in Ordnung? Gut gemacht. Gut gemacht. Gut abgelenkt. Boah. Es war nicht ohne. Ist der Bogenschütze dahin? Ich glaube nicht. Ich glaube, der lebt noch. Außer du hast ihn den Todesstoß gegeben. Die nehmen wir mal mit. Oder auch nicht. Die hätte ich gern mitgenommen. Was ist denn das? Brauche ich nicht. Gut. Oder Moment, haben wir alles? Seelenstein. Wir müssen noch schauen, ob dieser blöde Bogenschütze hier irgendwo rumhaust. Denkst du, der ist noch hier irgendwo? Keine Ahnung. Na gut. So, das sieht hier ziemlich weitläufig aus. Wo ist... Wachsam? Vielleicht ist doch noch irgendwo der Bogenschütze. Wachsam? Was machst du da hinten? Ist hier zufällig noch jemand? Anscheinend nicht, ne? So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Puh, ich werde langsam müde. Schauen wir uns mal hier oben erstmal um. Vor allen Dingen... was ist das für ein... Die sieht ja komisch aus.
aus wie diese Neon-Rods, ne? Aber komplett anders. Komplett andere Farbe. Achso, wir wollen ja keine Ohren mehr abschneiden. Wir haben ja hier Schwierigkeiten, ne? Mit dem Gebäck ein bisschen. So, was war jetzt noch hier oben? Ach, da oben war übrigens noch ein Hebel. Den sollten wir trotzdem erstmal ziehen jetzt. Bevor wir irgendwas machen. Na los. Also ich glaube, der Bogenschütze ist dahin. Was tut das? Wir könnten auch mal hier reinschauen. So, erstmal hier rauf. Und den Hebel gezogen. Mal schauen, was er bewirkt. Ne? Ah. Er bewirkt. Das ist natürlich. Tja. Naja, wer sollte das wissen, ne? Dass dir so eine Armbrust abfeuert. Das hatten wir noch gar nicht. Gut. Dann erstmal was trinken. Ja, ich habe kaum noch was zu trinken. Essen geht eigentlich noch, aber kaum was zu trinken. Oh, und müde. Oh, hier hätten wir eine Schurfaxt mitnehmen sollen. Doof. Wenn hier ein Bett ist, ne, dann würde ich das hier gerne... Tatsächlich. Dann würde ich das hier gerne nutzen. Ja, dann würde ich das hier gerne nutzen. Aber wir schauen uns erstmal um. Oh, ich bin nämlich hundstodmüde. Boah, hier gibt es ja ohne Ende. Oh Gott, wir können das gar nicht alles mitnehmen. Die Rerum, die Rennis. Hm. Können wir das noch mitnehmen? Verzauberer. Können wir irgendwas entzaubern? Jo, wir könnten einiges entzaubern. Ehe wir es verkaufen wieder, ne? Das zum Beispiel. Oder... Nee, das nicht unbedingt. Nein, das auch nicht unbedingt. Das auf keinen Fall. Meine Novizenkappe um. Eindeutig keinen Fall. Ja, das... Jo, auf alle Fälle, ne? Den ziehe ich eh nie an. Oh, gut. So, und welchen Gegenstand könnten wir wieder verzaubern? Nicht viel. Mist. Ist ja blöd. Das ist ja blöd, ne? Ich habe gedacht, wir können irgendein Rüstungsteil, aber da müssen wir wahrscheinlich noch... Jede Menge Seelensteine. Oh. Oh, wir müssen das alles hier lassen. Ich bin total überladen. Aber wir schlafen erstmal, ne? Oh, hier gibt es so schönes Zeugs. Mist. Ja. Wieso sind wir denn so überladen? Was haben wir denn dabei? Ein Gold. Ein Apfel, gerne. Ring, nehme ich mit. Hm. Ja, hier könnte ich was kochen, wenn denn Feuer drin wäre im Ofen. Ne? Aber wir haben sowieso nichts dabei. Wenn ich so meinen Rucksack durchschaue. Wir können uns auf alle Fälle ein bisschen warm machen. Und Achtung, tritt zurück. Oh. Ja, das ist, ja. Ein Tagebuch. Oh, lesen wir gleich mal.
können wir auch entzaubern. Was ist das hier? Ja, nein. Nein, müssen wir hier lassen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, hier sind jede Menge Zauberbücher. Ich nehme sie mal mit. Für alle Fälle. Achso, hier ist ja noch eine Riesentruhe, hätte ich beinahe übersehen. In der Riesentruhe ist natürlich gar nichts drin, ne? So, lesen wir mal dieses Tagebuch, ne? Das Tagebuch. Wo? Ich sehe gar keins. Erstmal diesen Zauber. Was ist das? Schutzgeist? Was ist das? Belebt einen Toten? Nekromantie? Nicht unbedingt, ne? Nicht unbedingt. So, wo ist jetzt dieses Tagebuch hingekommen? Ich sehe es. Hier ist es natürlich. Ganz interessant. Sinderions Feldtagebuch. Na denn. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nierenwurz zu lüften, und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krautes verfolgt mich, es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nierenwurze brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Was hat jemand 100 Nierenwurz für ihn gesammelt? Oh nein. Nein, sowas würde ich nie machen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Na, wahrscheinlich würde ich es doch machen. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meiner Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Das ist doch in Cyrodiil. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, dann unvergleichliches Summen der Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken hinunter. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen, wie die, die ich gefunden habe hier. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht. Aha, also genau dort, wo wir jetzt sind. Und ist seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei, und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Noch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obed an, die purpurne Nierenwurz, eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweide und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obed verließ Khingrad mit 1000 Septim mehr in seinem Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den 10-fachen Preis allein für das Kraut zu bezahlen. Gut zu wissen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweide erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor errichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich an Afrusa Sariti weiterverwiesen, einer Schülerin der botanischen Alchemie. Ja, den Namen habe ich mir noch nicht gemerkt, vielleicht müsste ich
diese Afrosa mal aufsuchen. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von... Ach nein, Moment. In der Nähe von Rifton. Ach so, halt, besaß. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Sarete-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz von Afrosa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweide zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von OPs und stieg hinab in die Tiefen. Ein Lexikon, nach einem Lexikon suche ich. Ich wollte genügend purpurne Nierenwurz sammeln, um mein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nierenwurz eine ähnliche Vorliebe für die Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitzt, aber auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweide zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nierenwurz. Leider scheint die purpurne Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen. Und sie kommt hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung. Doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweide ungehindert meine Proben zu entnehmen. Nehme ich mal mit. Achso, ja, das nehme ich mal mit. Ah. Oh, du wachst. Warte, ja, ich mache. Warte. Achtung, pass auf. Gut. Ah. Und jetzt schlaf.